Moin Leute, ich heiße nicht nur Brokkoli, sondern euch auch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Wer ruft mich denn hier bei Discord an? Danby von Iron Oak Games ruft mich bei Discord an. Ach ja, scheiße, ich hatte heute ja einen Interviewtermin mit Danby. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt das Interview mit Danby und dann gibt es heute halt kein neues Angespielt für euch. Ich würde sagen, wir springen einfach schnell rein in den Call, damit er halt nicht zu lange warten muss, aber ja, wir springen mal eben schnell rein. Also ja, angenommen und los geht's. Hi Danby, danke, dass du dir die Zeit nimmst, um ein paar Fragen zu beantworten von mir und meiner Community. Als erstes könntest du dich ja vielleicht mal vorstellen und einfach mal sagen, was du machst und wie lange du schon an For the King 2 mitgearbeitet hast. Hallo Brokkoli, danke, dass du mich hast. Mein Name ist Daniel B. und ich bin der Charakterkünstler bei For the King 2. Ah, okay. Komisch, okay, dass sie fragen, wie lange ich schon hier bei IOG bin. Ich werde am 1. November mein vierjähriges Bestehen in Folge bei Iron Oak Games feiern, während das Spiel am 2. November erscheint. Ach so, ja. Hehe, ich hatte auch das Glück, als Charakterkünstler am Original For the King mitzuarbeiten, und als ich hörte, dass das Unternehmen für eine Fortsetzung bereit war, konnte ich es kaum erwarten, wieder zusammenzukommen und mich wieder auf dieses große, große Abenteuer einzulassen. Das klingt echt ganz cool. Also 4 Jahre und einen Tag bevor du das zweite Spiel mit auf den Weg gebracht hast, hattest du ein vierjähriges Bestehen. Das finde ich richtig, richtig cool. Die ersten paar Fragen sind dann natürlich auch erstmal um den Basic Stuff drumherum, Story-Content, DLCs und natürlich dann auch die Achievements. Ich sag mal so, For the King 2 hat eine kleine Besonderheit. Es kommt nicht im Early Access raus. Wie hat das deine Arbeit oder eure Arbeit am Spiel ja beeinflusst? For the King begann mit sehr bescheidenen Anfängen. Mit einem dreiköpfigen Team und der Finanzierung durch ein Kickstarter-Projekt war es für uns wichtig, uns durch frühzeitigen Zugriff weiterentwickeln zu können. Es war das erste Spiel von Iron Oak Games, oder IOG, ja, wie wir uns intern nennen. Mit einem winzigen Team und einer Handvoll Auftragnehmern, die immer wieder halfen, wie ich, war es für uns sehr sinnvoll, den Start über den Early Access zu ermöglichen. Dies verschaffte uns großes Engagement in der Community und so viel Feedback wie möglich, während wir gleichzeitig als Studio reifen konnten. Ah. Mit For the King 2 haben klingt wir das intelligent Glück, Zugang zu einer viel größeren Community und einem Wissenspool darüber zu haben, was die Spieler gerne sehen, und auch wenn wir keinen Early Access durchgeführt haben, haben wir darauf geachtet, die Community einzubeziehen, so viel wie möglich mit unseren Closed Alpha und Open Beta Spieltests. Bei diesen frühen Programmen haben wir das gesamte konstruktive Feedback eingeholt und versucht, so viel wie möglich davon zu berücksichtigen. Unser Team hat auch ein scharfes Auge und Interesse an unserer Discord-Community, in der wir schon seit der Ankündigung von FTK 2 ziemlich aktiv waren. Es war uns wichtig, dieses Feedback zu hören und zu versuchen, so gut wie möglich darauf einzugehen. Das klingt auf jeden Fall echt vernünftig. Ich habe ja auch sehr viele Videos gemacht zu den ganzen Book of Lores und dadurch habe ich ja erst den Kontakt mit dir herstellen können, Danby. Und du hast mir dann auch angeboten, ein Interview mit dir führen zu können, auch wenn es jetzt so über Discord quasi ist. Wie lange ist For the King 2 denn eigentlich schon in Entwicklung gewesen? Also es muss ja schon ein bisschen länger her sein als gestern, sag ich mal. Unser Team hat bisher ungefähr 3,5 Jahre an der Fortsetzung gearbeitet und plant, noch viele weitere Jahre daran zu arbeiten. Okay, viele weitere Jahre klingt schon echt sehr, sehr cool. Also da habt ihr euch ja wirklich sehr, sehr viel ausgedacht. Die Roadmap, die gibt es ja auch schon, die wurde veröffentlicht. Ja, die wird dann auch natürlich hier jetzt gerade eingeblendet sein im Video. Aber warum habt ihr das Kapitel eigentlich jetzt in 5 Kapitel, die Story in 5 Kapitel unterteilt? Gibt es noch irgendwie ein bisschen mehr Geschichte, die die Kapitel so zusammenbindet? So zum Beispiel Cutscenes oder so? Wie sieht das aus im fertigen Spiel, wenn alles komplett so ist, wie ihr das haben wollt? In For the King dauerte die Hauptgeschichte etwa 9-12 Stunden. Mit FTK 2 können wir durch die Aufteilung der Geschichte in kapitelartige Abenteuer für mehr Abwechslung sorgen. Wir haben größere Karten, eine größere Geschichte, neue Mechaniken und viel mehr Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Ja. Mit einer linearen Kampagne hätten wir nicht alles erreichen können, was wir erreicht haben.
Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Mehr Fähigkeiten, mehr Helden, alles mehr und das dann in eine gleiche Kampagne pressen wie im ersten Teil ergibt auf jeden Fall Sinn. Jetzt ist es halt auch 9 bis 12 Stunden. Ihr sagte, 30 Stunden dauert die Kampagne jetzt im zweiten Teil. Das ist natürlich dreimal so lang und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Aber jetzt kommen wir natürlich auch zu den anderen wichtigen Ideen, die man hat, wenn man Achievements sammelt. Wie viele Achievements gibt es und gibt es spezielles kosmetisches Loot für bestimmte Achievements? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Das gab es ja im ersten Teil auch. Zum Start haben wir 67 Steam-Erfolge. Da es in FTK 2 eine völlig neue Art zu spielen gibt, sind viele dieser Erfolge neu. Aber wir haben einige, die leichte Anspielungen auf Erfolge aus dem ersten Spiel sind. Durch das ist cool. Das ist cool. Erfolge werden der obligatorische Steam-Erfolg sowie Freischaltungen im Spiel freigeschaltet. Ah, das ist wir cool. Wir haben auch In-Game-Abenteuer-Herausforderungen, die nicht direkt mit Steam-Erfolgen verknüpft sind, aber einen zusätzlichen Anreiz bieten, bestimmte Dinge während ihrer Abenteuer auszuprobieren. Ah, okay. Das Spiel schaltet alle Fahrten durch den Loresdor frei. Es gibt definitiv kosmetische Freischaltungen durch Erfolge. Wenn Sie beispielsweise bestimmte Feinde besiegen, können Sie deren Rüstung als Kosmetik für Ihren nächsten Lauf freischalten. Wer das ist cool. Wer nicht gerne durch Farul streifen, während er die Rüstung des Banditenkönigs trägt? Ja, stimmt. Wer hat da keinen Bock drauf, jetzt mal ganz ehrlich. Und wie lange wollt ihr denn jetzt eigentlich For the King 2 supporten? Du hast es vorhin gesagt, mehrere Jahre. Gibt es DLCs, kommen Free-Story-Content und auch mehrere Helden? Oder ja, es gibt ja schon eine Roadmap, aber vielleicht kannst du da mehr noch sagen. Wir werden zum Start eine Roadmap veröffentlichen. Ja gut, die gibt's schon. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir bereits fieberhaft an weiteren Inhalten arbeiten. Sowohl an kostenlosen Inhalten als auch an kostenpflichtigen DLCs. Anfang 2024 werden wir kostenlose Inhalte für die spielbare Klasse Bade und einen neuen Infinite Dungeon. Ah, der Bade kommt zurück, geil. Der im Stil Hildebrands Keller aus für den König ähnelt. Seien Sie versichert, dass wir in den nächsten Jahren eine Menge cooler neuer Inhalte veröffentlichen werden. Zum Start wollen wir den Grundstein für FTK 2 legen und haben viele coole, lustige und verrückte Ideen für die Zukunft. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Verrückte Ideen für For the King 2, immer super. Und das Fundament, das liegt ja jetzt auch schon. Und ja, wie soll ich sagen, wenn man jetzt dann sagt, okay, wir haben die Story beendet, Königin Rosemond bzw. dem großen Bösen, was dahinter steht, gibt es noch mehr Story-DLCs, die das Spiel noch ein bisschen weiter ausrollen werden? Oder wie habe ich das zu verstehen? Was zukünftige Inhalte angeht, haben wir viele Ideen und Pläne, wollen aber auch sehen, wie die Community auf die aktuelle Geschichte reagiert. Dies wird uns bei der Gestaltung unserer Pläne für zukünftige Inhalte helfen. In der Closed Alpha hatten wir ein kleineres Abenteuer namens Wolf den. Dadurch konnten wir Feedback zu kleineren Abenteuern einholen, die nicht auf dem gleichen Weg wie die Hauptgeschichte liegen. Dies könnte uns eine Möglichkeit bieten, Geschichten aus ganz Farul zu erzählen. Wir möchten auch diese größeren Abenteuerkampagnen fortsetzen und planen, im ersten Quartal 2025 neue Longtail-Inhalte herauszubringen. Die große Erkenntnis ist, dass wir den Start von FTK 2 nur als den Anfang betrachten. Ah, okay, das finde ich krass. Also kann ich dann auch damit rechnen, dass wir komplett neue Geschichten, wie zum Beispiel das Into the Deep Adventure bekommen, das einen komplett anderen Gameplay-Fokus hat, halt mit einem Boot und bösen Seemonstern oder komplett neue Biome, wie zum Beispiel in Lost Civilization? Hehe, ich sage nur, bleiben Sie dran und schauen Sie sich die 5 Abenteuer der Kampagne an. Zwinker, zwinker. Na, zwinker, zwinker. Naja, selber. Du, wollt ihr dann einfach einen Mix haben von DLC-Content und Free-Updates? Oder wie habe ich das denn zu verstehen? Ich denke mal ja, oder? Unsere Roadmap wird etwas detaillierter sein. Aber wir haben für die Zukunft eine gute Mischung aus kostenlosen und kostenpflichtigen DLCs geplant. Okay, alles wir klar. Wir beginnen mit kostenlosen Inhalten. Darunter Baden und Infinite Dungeon Modus, Rüstungen, Waffen und mehr. Während der kostenpflichtige DLC neue Klassen, Feinde, Waffen, Rüstungen und Biome enthalten wird und einen großen Fokus auf storybasierte Inhalte und neue Spielmechaniken legt. Okay, außerdem möchten wir den Lorestore auf jeden Fall so weit wie möglich um neue Skins, Kosmetika, Eigenschaften und vieles mehr erweitern. Ah, okay, das finde ich cool. Und wenn ihr das alles erweitert habt,
wird dann, wenn dann, dann werden wahrscheinlich auch neue Charakter mit ins Spiel kommen. Vielleicht sowas wie ein Nekromant, der dann auch, sag ich mal, tote Skelette beschwören kann, vielleicht? In For the King 2 gibt es jetzt die Beschwörung, die bereits zur Entwicklung neuer Klassen geführt hat. Wie dem Bauer und seinem Kumpel, der Vogelscheuche, oder dem der Kumpel mit seinen Schafen und einem besonderen Überraschungsbegleiter. Der Gesamtplan besteht darin, möglichst viele der Originalcharaktere auszubalancieren und gleichzeitig weiterhin neue hinzuzufügen. Ah, okay, es gibt ja viele Fanfavoriten, die es nicht zur Veröffentlichung geschafft haben. Und wir diskutieren ständig darüber, wen wir zurückbringen können und wie wir sie in FTK 2 erfolgreich machen können. Ja, gibt's wir sind denn, auch ja sehr daran interessiert, völlig neue Klassen hinzuzufügen, um es frisch zu halten und mit den neuen Mechaniken und Systemen zu spielen, die wir dieses Mal hinzugefügt haben. Zum Vergleich, ja, FTK 1 hatte nach allen DLCs 13 Charaktere. Beim Start von FTK 2 beginnen wir mit 12 Charakteren im Spiel. 6 Originalcharaktere und 6 neue. Okay, das ist schon mal krass. Also man hat einfach schon mal doppelt so viel Helden zum Anfang wie in, im ersten Teil gefühlt. Also fast so viele Helden, wie man im ersten Teil hatte. Ja, aber wenn dann neue Klassen dazukommen, dann wird es ja bestimmt auch neue Fähigkeiten und neue Traits geben, oder nicht? Absolut. Jede Charakterklasse verfügt über besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie in ihrem Fachgebiet hervorheben. Mit dem neuen Loadout-System und der Möglichkeit, Eigenschaften hinzuzufügen, geben wir dem Spieler jedoch die Möglichkeit, die Klassen etwas an seinen eigenen Spielstil anzupassen. Ah, okay, alles klar. Also wenn dann neue DLCs kommen und neue Charakter und neue Traits und neue Fähigkeiten und so weiter, wird es dann auch neue Geißel geben? Oh ja. Wir möchten unbedingt weiterhin Scourge hinzufügen und weiterentwickeln. Bei der Veröffentlichung tauchen einige der ursprünglichen Fanfavoriten wieder auf und wir haben auch einige neue Geißeln, um unseren Helden das Leben schwer zu machen. Ja, Leben schwer machen klingt immer ganz, ganz toll. Lieben wir in For the King. Und ja, ich sag mal, wenn wir dann auch For the King jetzt zu Weihnachten zum Beispiel spielen, wird es dann auch Seasonal Skins geben? Oder sollte man sich darauf einstellen? Wir sind immer noch dabei, herauszufinden, wie genau ein saisonales Event aussehen wird. Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass es wieder saisonale Kosmetika geben wird. Okay, das klingt jeder schon mal toll. Jeder liebt eine Weihnachtsmütze oder vielleicht eine Partymütze. Wir werden auf jeden Fall saisonale Stücke machen. Wir haben nur noch nicht geklärt, mit welcher Jahreszeit wir beginnen werden. Na ja, okay, also es kommt, aber welche Jahreszeit ist noch nicht sicher, ja. Beim Release gab es übrigens auch diese Grafik hier, die irgendwie so ein bisschen aussieht wie so ein Ladebalken, aber die noch nicht komplett gefüllt ist. Ist das ein Zeichen darauf, was alles noch passiert in For the King oder wie kann man diese Grafik verstehen? Der Grundstein ist gelegt. Mit Für den König 2 hoffen wir, dem Spiel möglichst viele neue Rüstungen und verrückte Kosmetika hinzufügen zu können. Okay, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht, also kann man das schon wie so eine Art Ladebalken verstehen, sage ich mal. Das waren jetzt auch alle Fragen, die ich zu DLCs und Content-Updates hatte. Jetzt möchte ich ja auch mal gerne deine Meinung hören. Was war denn dein liebster Part, den du kreiert hast? Eine Klasse, ein Gegner, irgendwas anderes, keine Ahnung, den Artstyle oder die Freiheit, was war das Beste daran? Ich habe es wirklich genossen, Low-Poly-Charaktere wie den Troll in höherer Auflösung zum Leben zu erwecken. Ich bin wirklich stolz darauf, dass der neue Kunststil es uns ermöglicht hat, unseren Spielern neue Körpertypen einzuführen. Wir haben jetzt Standard-, Heroic- und Plump-Charaktere und nicht alle denselben Körpertyp wie in FTK 1. Ja, das stimmt. Der Mönch ist ein bisschen breiter, der Steilbursch ist ein bisschen schmaler. Finde ich schon gut. Was ist denn dein Lieblingsheld im zweiten Teil? Und was ist deine Standardgruppe, die du immer mitnehmen würdest? Derzeit ist mein persönlicher Favorit der Hirte mit seinem entzückenden Schafbegleiter und seinem knallharten Mystery-Begleiter. Ja. Die Schafe sind nette Schadensschwämme und der mysteriöse Begleiter hat es in sich. Ich kann da draußen in den Landen von Faryl nicht allein herumlaufen. Abgesehen von Shepard gibt es in jedem Abenteuer Rollen, die verschiedene Gruppenmitglieder spielen müssen. Meine Partys sind Herbalist, Shepard, Stablehand und Scholar. Eine gute Mischung aus Unterstützung, Magie und physischer Schadensparty.
Also für meine Tierlist, um darauf mal zurückzugreifen, S, A, B und C. Also aus jedem Tier eins dabei, außer aus D. Was ist denn dein Lieblingsfeature im zweiten Teil? Also was ist für dich einfach das Beste am zweiten Teil? Ich schätze das Battle Grid, das wir in FTK 2 hinzugefügt haben, wirklich. Es bietet so viel mehr Potenzial für verrückte Klassen in der Zukunft. Stellen Sie sich vor, ein Gelehrter legt ein paar Ziegel in Brand und dann treibt der Hirte den Feind mit seinem Krummstab ins Feuer. Köche küssen sich. Köche küssen sich, ja, das ist ja dann doch mal ganz toll. Küssen sich ja auch, wenn man Mod-Support in Forza King 2 hinzufügt? Also wie hat das eure Entwicklung beeinflusst, sage ich mal? Ist das was, wo ihr euch darauf freut, das im Spiel zu haben, oder? Wir hier im Studio sind alle große Modding-Fans und das ist uns auf jeden Fall bewusst und beschäftigt uns ständig. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, dem Spieler bei der Veröffentlichung das bestmögliche Erlebnis zu bieten und das Spiel über viele Jahre hinweg zu unterstützen. Ja, okay, das klingt doch, klingt echt vernünftig und klingt wirklich nach viel, viel Content, was da kommen wird. Und jetzt zu meiner abschließenden Frage. Im ersten Ankündigungstrailer von Forza King 2, jeder hat darüber gesprochen, dass der neue Artstyle irgendwie dafür sorgt, dass die Forza King DNA verloren geht. Ich bin echt ein großer Verteidiger des neuen Artstyles, ich finde ihn super und was denkst du dazu? Also welchen Artstyle fandst du besser, den ersten oder den zweiten? Was waren deine Gedanken dazu, als es angekündigt wurde, dass ihr den Artstyle ändert? So sehr ich den alten, charmanten Polygonal-Kunststil liebe, da er für mich sehr nostalgisch ist, bin ich doch ganz froh, dass wir uns dieses Mal für eine höhere Auflösung entschieden haben. Ich auch. Dieser neue Kunststil ermöglicht es uns, zu wachsen und uns nicht von der Low-Poly-Ästhetik zurückhalten zu lassen. Mhm. Für mich persönlich als Künstler hat dieser neue Stil es mir ermöglicht, mehr feindliche Rüstungstypen als tragbare Rüstungssets für die Spielercharaktere bereitzustellen. Ja, okay, ergibt Sinn. Ja, klar. Also für dich als Charakterartist ist es natürlich super und es sieht natürlich auch deutlich besser aus. Ein bisschen erwachsener, um ehrlich zu sein. Und damit würde ich jetzt auch schon gerne zum Ende kommen. Danby, danke, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuschauen, dass ihr euch das Interview hier angeguckt habt. Danby war natürlich nicht live dabei. Wer hätte es gedacht? Ich habe das alles jetzt mit Text-to-Speech von Google übersetzt, aber er hat mir trotzdem die Fragen beantwortet. Ihr habt sie dann auch die Originalantworten eingeblendet gesehen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und euch ein bisschen auf For the King 2 einstellen können, was in der ganzen Zukunft noch kommt wird. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Lasst mir gerne unten einen Kommentar da, was ihr von solchen Interview-Videos haltet. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig gewesen jetzt für mich, das vernünftig rüberzubringen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Macht's gut, gehabt euch wohl und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.